Gwen vertraut ihm absolut nicht mehr. Nach Saphirblau, was in Saphirblau passiert ist, ist sie sehr, sehr vorsichtig. Sie ist immer noch verletzt und sie hat immer noch Angst, dass er ihr wieder das Herz bricht. Aber gleichzeitig ist sie natürlich auch immer noch wahnsinnig verliebt in ihn. Und sie möchte ihm vertrauen und sie möchte wieder mit ihm zusammen sein. Aber das gibt einfach momentan die Situation nicht her. Und ja, und Gideon macht es nicht besser, indem er ihr sagt, es tut ihm alles wahnsinnig leid, was passiert ist. Aber er möchte eben auch nur mit ihr befreundet sein. Und Gwen flippt völlig aus, aber sie weiß ja auch noch nicht, warum er das tut. Denn er hat ja einen Grund, der ist ja gar nicht so böse, wie man immer denkt, wenn er wieder so ein Blödmann ist. Aber ja, also sie ist immer noch sehr verletzt. Wie kommen Sie hier herein? Wir wollen zu Gwendolyn Shepherd. Mein Herr, ich muss Sie bitten, zu gehen, sonst fühle ich mich gezwungen, umgehend die Polizei zu rufen. Lassen Sie die Männer ihre Arbeit machen, Mr. Bernard. Gwendolyn hat etwas, das sie nicht gehört. Hey. Wo ist er? Die Juwelen sind unterm Bett. Das Falschgeld liegt hinter den Vorhängen. Was soll das? Zulassen, dass Gwen das boykottiert, was sie nicht mehr kapiert. Wo ist der Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Es gibt keinen Schlüssel. Den habe ich verloren. Was wollen Sie überhaupt mit dem ollen Ding? Das olle Ding ist ab jetzt beschlagnahmt. Pfoten weg! Das ist mein Eigentum! Das ist Diebstahl! Arschlöcher! Das hast du dir alles selbst eingebrockt. Du hast keinen Respekt vor den Mysterien, mit denen du verbunden bist. Sie wollen den Chronographen. Die Übergabe soll 1786 im Haus der Pimpelbottoms stattfinden. Bei einer Guy Fawkes Night. Die sogenannte Bonfire Night wird seit dem 17. Jahrhundert gefeiert, um an das Sprengstoffattentat von Guy Fawkes auf Krone und Parlament zu erinnern. Die perfekte Nacht für ein Verbrechen. Kotzbrocken oder Chronograph, einer muss dran glauben, einer muss dran glauben. Simirius, was ist eigentlich dein Problem, hä? Entweder du rettest Mr. Kotzbrocken oder du behältst den Chronographen und kannst damit die Weltherrschaft der blöden Männer verhindern. Also, du musst dich entscheiden, Schätzchen. Gwendolyn! Charlotte! Also, Sie wollen Gideon kurz vor dir ins Jahr 1786 schicken, damit der Graf ihm frisches Blut abzapfen kann. Du bringst ihm den Chronographen, er schließt den Blutkreis und puff, bum, bang. Der Graf bekommt ungeahnte Kräfte und richtet die Welt zugrunde. Und das zu verhindern, ist wichtiger als Gideons Leben. Herr Kotzbrocken hätte es verdient, in den Kerkern der Loge zu verrotten. Ja, genau. Sollen ihn doch die Ratten fressen. Sein Stern verglüht nur vor Liebe gequält. Hier geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Wendy sind unberechenbar. So wie du. Ah!
endlich mal entscheiden, was du von mir willst? Mein Herz macht das nicht mehr mit. Mademoiselle Purpleplum, schön, dass Sie sich wieder in meine Arme werfen. Bereit? Bereit, wenn du es bist.